Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute aus dem Präsidentengang hier im Maximilianeum bei uns im Bayerischen Landtag. Diese Woche geht es um die Frage von Anton aus Bamberg. Der Anton hat mir geschrieben, vor lauter Corona hört man gar nichts mehr von eurem Leib- und Magenthema, den Straßenausbaubeiträgen. Wann gibt es denn endlich das versprochene Geld aus dem Härtefallfonds? Ja, lieber Anton, für diese Frage bin ich ganz besonders dankbar, denn sie ruft ja einen der größten Erfolge für uns Freie Wähler. Damals noch zu Oppositionszeiten in Erinnerung, es ist uns gelungen, die ungerechten Straßenausbaubeiträge per Volksbegehren mit vielen hunderttausend Unterschriften abzuschaffen. Und nicht nur das ist gelungen, wir haben dann schon als Regierungspartei in Bayern auch noch einen Härtefallfonds erfolgreich auf den Weg gekriegt, um unbillige Härten gegenüber solchen Menschen in Bayern, die über Stichtagsregelungen oder ganz knapp vor der Gesetzesänderung betroffen waren, auch noch ein bisschen abzumildern. Und um deine Frage zu beantworten, habe ich einen Experten hinzugezogen, unseren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Kommunalexperten Achim Hanisch. Achim, der nicht nur maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es überhaupt gelungen ist, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Nein, er sitzt auch in eben dieser Härtefallkommission und kann uns deshalb quasi mit frischer Tinte und taufrisch den Sachstand berichten. Achim, wie schaut's aus? Wann gibt's Geld? Tja, danke dir. Ist tatsächlich so. Wir haben in der Opposition es geschafft, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Aber in diesem Gesetzesentwurf, über den wir abstimmen mussten, der weitgehend von der CSU kam, da waren Ungerechtigkeiten dabei und wir haben in den Koalitionsverhandlungen 50 Millionen ausgehandelt, wo die Bürger im letzten Jahr vom 1. Juli bis zum 31.12. Anträge für Mittel aus diesem Härtefallfonds stellen konnten. Es sind 14.500 Anträge eingegangen. Und Fabian, die Frage ist berechtigt, wann gibt es das Geld? Das haben wir uns auch gesagt, nachdem man uns mitgeteilt hat, dass man da noch nicht allzu weit ist, weil die Leute, die man dafür abgestellt hat, für Corona-Zwecke eingesetzt waren. Das verstehen wir, das hat einen gewissen Vorrang. Aber wir wollten darauf drängen, dass diese Mittel rasch ausbezahlt werden. Und deshalb haben wir auf eine Sitzung dieser Härtefallkommission gedrängt, haben in dieser Sitzung, bei der auch der Innenminister mit dabei war, wirklich erreicht, dass unter Umständen auch mehr Leute in diese Mitarbeiter der Kommission kommen, die jetzt dann errechnen, wie viel zu verteilen ist. Man weiß jetzt schon, dass wir das 2,5-fache dessen, was wir auszahlen an Anträgen, da haben in etwa. Also es wird da auch noch eine Menge Arbeit erforderlich sein. Aber wir haben erreicht, dass es noch in diesem Jahr ausgezahlt werden soll. Ein Problem, das noch dazwischen kommen könnte, wäre eine zweite Welle bei Corona, weil man uns da sagt, na, da können wir jetzt nicht dann alle Leute bei dieser Kommission lassen, sondern dann müssen wir einfach dort, wo es drängt. Aber es sieht so aus, dass diese bearbeiteten Anträge bis Ende des Jahres den Antragstellern auch mitgeteilt werden, das Ergebnis mitgeteilt wird und dass die dann wissen, wie viel Geld sie bekommen werden. Ich glaube, das ist eine erfreuliche Situation und darf nur um Verständnis bitten, dass wir halt zeitlich ein bisschen ins Problem gekommen sind. Aber das wussten wir anfangs des Jahres alles noch nicht. Also die gute Nachricht, das Geld steht nach wie vor zur Verfügung, ist nicht irgendwelchen Corona-Bedürfnissen zum Opfer gefallen. Das Geld steht zur Verfügung und wird mit größter Wahrscheinlichkeit noch in diesem Jahr ausgezahlt werden. Lieber Achim, ich sage ganz lieben Dank nicht nur für den Besuch bei Frag Fabian, sondern auch für deine Expertise und vor allen Dingen natürlich für die gute Botschaft, dass das, was wir in Aussicht gestellt, erkämpft, gemeinsam mit den Bürgern in Bayern erkämpft haben, jetzt auch tatsächlich zur Umsetzung kommt. Ihr seht, wir Freien Wähler im Bayerischen Landtag, wir sind auch als Regierungsfraktion pragmatisch. Wir haben
natürlich Verständnis, wenn es Überraschenderes, Wichtigeres wie Corona jetzt einfach mal gegeben hat, wie das ja in allen Lebensbereichen der Fall gewesen ist, so eben auch im Bereich einer solchen Verwaltungspraxis. Aber wir haben sofort die Phase des Wiederaufstehens nach Corona, nach dem Lockdown jetzt genutzt, um da den Finger ein wenig in die Wunde zu legen, haben eine Sitzung der Kommission eingefordert, das Gespräch mit dem Innenminister gesucht, das hat Achim Hanisch gemacht. Und jetzt sieht es so aus, als ob bis Jahresende auch die Gelder fließen. Also wir liefern, wir reden nicht nur drüber, sondern auf die Freien Wähler ist Verlass, auch in der Umsetzung. In diesem Sinne sage ich dem Achim als Stargast dieser Woche herzlichen Dank für den Besuch in Frag Fabian und sage euch noch, wenn auch ihr eine Frage habt, wie immer unten in den Kommentaren posten, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.